Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Ja, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio mit einer freien Themennacht heute. Und da heißt meine Frage an euch, über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten hier in der Nacht im Radio bei 1 Live und im Fernsehen, im WDR Fernsehen. Also wenn ihr gerne mit mir reden wollt, Telefonnummer 0800 220 5050 oder E-Mail-Adresse domian@wdr.de oder 0800 220 5051, die Faxnummer. Wer ist der Erste heute Nacht? Der Erste heute Nacht heißt Carsten und ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Carsten. Ja, um was geht's bei dir? Bei mir geht's um das Thema ADS. Das ist das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. ADS. ADS, genau. Das gibt's. Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Genau. Was ist das? Das ist eigentlich eine neurologische Erkrankung, die auch vererbt wird. Ja. Und macht sich bemerkbar durch Stimmungsschwankungen mehrmals am Tag, dass man also morgens mit einer guten Laune aufsteht und 20 Minuten später eine schlechte Laune hat. Ja. Und nur rumfaucht. Dann kann man keine klaren Gedanken fassen und man hat immer so einen inneren Motor, der läuft. Man kann sich nicht entspannen. Man ist immer auf Achse, man muss immer irgendwas machen, man kann sich nicht in Ruhe hinsetzen. Also man ist sehr aufgedreht und steht sehr unter Strom. Genau. Und ist zudem noch starken Stimmungsschwankungen unterzogen. Ganz genau. Ja. Und man ist leicht ablenkbar und Zuhören ist schwierig und Konzentrationsschwierigkeiten. Leidest du darunter? Ja, ich leide darunter. Ja. Also ich habe... Wie lange schon? Also seit Geburt an, aber es ist halt erst jetzt am Mittwoch festgestellt worden, diagnostiziert worden. Ach so. Das heißt, du hast dich ja all die Jahre mit all diesen Dingen herumgeschlagen, die du gerade beschrieben hast. Genau. Hast gedacht, das ist irgendwie normal oder gehört zu meinem Leben oder zu mir? Ja, am Anfang habe ich eigentlich schon gedacht, dass es normal ist, dass ich halt einfach nur ein bisschen chaotisch bin. Ja. Und jetzt ist es endlich soweit, dass ich halt dafür einen Namen habe, dass aber ich die, weiß, wieso. Die Frage ist natürlich auch, wo ist die Grenze, ne? Wo jemand einfach nur ein bisschen chaotischer Charakter ist und wann fängt dieses ADS-Syndrom an? Ja, ne? Das muss man halt filtern lassen über Psychologen, über Ärzte, die mit über 3 Wochen verschiedene Tests durchführen und verschiedene Fragen stellen und die man dann halt auch sehr wahrheitsgemäß beantworten muss. Und über verschiedene Tabellen lässt sich das dann rausfiltern, ob es halt ADS ist. Was war denn das Schlimmste, unter dem du gelitten hast, so sagen wir mal in den letzten Jahren? Das Schlimmste ist, dass ich eigentlich mit meinen Finanzen überhaupt nicht mehr zurechtkam. Ach, dahin geht das, in dem Bereich geht das auch rein? Ja, das geht halt in das komplette Leben rein, dass es ein chaoshaftes Leben ist. Man fängt was an, man bricht es von heute auf morgen ab. Ja. Man hat so manische Phasen auch, wo man sich gut fühlt. Und, also man bringt auch nicht viel zu Ende? Nein, man bringt gar nichts eigentlich zu Ende. Man ist euphorisch bei der Sache am Anfang und irgendwann ist man gleich wieder gelangweilt. Genau. Wie ist das mit den Finanzen? Heißt das, dass du durch diese Krankheit auch in Schulden geraten bist? Ja, ganz enorm. Wie hoch? Mittlerweile beläuft sich das auf ungefähr 15.000 Euro. Oh ja, oh ja. Mhm. Mit 21 ist das halt schon eine Menge. Was machst du vom Beruf? Ich arbeite in der Medizin. Ich habe medizinischen Beruf gelernt. Ich bin Rettungsassistent. Achso, das hast du aber durchgezogen. Das ging. Das habe ich durchgezogen, ja. Ja. Aber ich habe dann halt sehr oft den Arbeitgeber gewechselt. Ich bin von der Medizin in die Gastronomie gegangen. Mhm. Und das sind ja doch weite Sprünge. Kann man sagen. Da hat der Arzt dann halt auch gesagt, dass es unter anderem mit an dem ADS-Syndrom liegt. Ja, aber Rettungsassistent, das heißt natürlich, dass du da auch unter einem sehr stressigen Beruf stehst. Ja. In einer stressigen Situation arbeitest. Ständig eigentlich. Ja. Ja. Das ist richtig. Ich weiß auch nicht, wie das jetzt weitergeht, ob ich das weiterhin ausüben kann oder nicht. Genau. So, jetzt ist diese Krankheit ADS diagnostiziert. Ja. Was passiert jetzt? Wie therapiert man das? Man therapiert es mit einem Coach als allererstes, dass man halt jemanden hat, der einen trainiert, wo einer dasteht außerhalb und sagt, du musst das und das erledigen, das und das ist wichtig, der einem aufzeigt, was man erledigen muss. Und durch starke Medikamente, also Amphetamin ähnlich, wie Speed oder Kokain, Ritalin nennt sich das Medikament. Ah ja. Das ist sehr häufig
andere Leute drehen dadurch auf, gehen da feiern oder so. Und bei mir hat es halt genau die andere Wirkung, dass es mich beruhigt, dass ich klare Gedanken fassen kann, konzentriert bin. Hat die Krankheit auch zur Folge, dass beispielsweise deine Wohnung aussieht wie ein Chaoshaufen? Nein, die Wohnung nicht unbedingt. So Schreibtischsachen und so sehen chaoshaft aus. Mhm. So mit der Wohnung, ja, zum Teil, aber jetzt nicht so messy ähnlich. Ja. Also ich sage es nochmal, es ist wahrscheinlich schwierig, da so die Unterscheidung zu treffen, wann ist es pathologisch, wann ist es eine Krankheit oder wann ist es einfach eine Marotte oder eine Charaktereigenschaft, dass man irgendwie ein bisschen unordentlich und ein bisschen aufgedreht ist. Ja, das ist schwer. Das ist die Schwierigkeit. Aber du hast es jetzt für dich rausgekriegt, vor ein paar Tagen erst. Ja. Und jetzt geht's ran in Therapie. Ist es irgendwann so, dass man sagt, das können wir therapieren, das haben wir irgendwann wirklich im Griff? Schwer zu sagen, weil es ist in Deutschland noch gar nicht so weit erforscht worden. Es hieß bis vor kurzem überhaupt, dass es bei Erwachsenen gar kein ADS gibt, dass das alles Quatsch ist, sondern nur bei Kindern dieses Zappelflip-Syndrom. Ja, ja. Und man hat halt vor kurzem erst rausgefunden, dass es auch bei Erwachsenen geht. Und inwieweit das jetzt therapiert werden kann, weiß ich nicht. Ich weiß also nur, dass halt diese Medikamente ein ständiger Begleiter sind. Dann bist du quasi jetzt so ein Versuchskaninchen auf dem Feld? Ja, wie viele andere Deutsche auch. Also ja. Es gibt ganz auch berühmte Personen, die im täglichen Leben stehen und im täglichen Fernsehen sind, die halt ADSler sind, die sich vor kurzem dazu bekannt haben. Zum Beispiel? Harald Schmidt, Günther Jauch, Stefan Raab. Ah ja. Ist es wahr? Haben die gesagt? Das ist interessant. Habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, wie mir die Therapeuten gesagt haben, sind das wohl einige Leute, die halt auch unter ADS leiden. Ja. Es gibt. Bist ja in prominenter Gesellschaft. Ja. Also, wir werden jetzt ein bisschen Auge haben auf diese Krankheit, ADS. Jetzt hast du uns ein bisschen erzählt. Das fand ich interessant. Und wir haben erfahren, dass berühmte Kollegen hier aus dem Fernsehbereich darunter auch leiden. Ja. Ich wünsche alles Gute. Und Domian, kann ich noch mit deiner Psychologin reden? Ja, sehr gerne. Sehr gerne, ja. Das wäre klasse. Das ist Elke heute Nacht. Alles klar. Alles Gute. Okay. Du legst auf, wir rufen zurück. Alles klar. Tschüss. Okay, tschüss, Domian. 0800, ihr Lieben, 220 50 50. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über welches Thema, dann ruft an. 0800 220 50 50. Sabine begrüße ich herzlich. Und Sabine ist 42 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo, Domian. Ja. Domian. Ja, ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt. Sabine, um was geht's denn? Ja, es geht darum, ich habe vor 3 Monaten meinen Partner rausgeschmissen, ja, weil der mich geschlagen hat. Und zwar immer dann, wenn er mit mir Sex haben wollte, auf seine Art. Dann hat er dich geschlagen? Ja. Er hat dich geschlagen, wenn er Sex haben wollte, auf seine Art. Das ja. heißt, ihm hat das Spaß gemacht, dich während der sexuellen Aktion zu schlagen. Nee, nicht während der sexuellen Aktion, sondern weil ich mich verweigert habe, seine Art von Sex. Welche Art wollte er denn? Er hat sich wie eine Frau angezogen. Ach, wie lange warst du mit ihm zusammen? 7 Jahre. 7 Jahre, und wann hast du das rausbekommen? Ungefähr nach einem halben Jahr der Partnerschaft fing er so langsam an, ja, mir zu zeigen, dass er Strumpfhosen anzieht, ja. Schuhe, sich die Füße lackiert, also vorzugshalber Sandaletten. Aber das heißt ja, dass du das lange mitgemacht hast, sage ich mal, oder lange toleriert hast, oder was? Ja, es bestand, bin dann schwanger geworden von ihm, und es bestand dann so eine Art Abhängigkeit. Also ich wollte und konnte oder habe mir eingebildet, ich kann mich von ihm nicht loslösen. Also das heißt, diese Sache mit der eher ungewöhnlichen Sexualität fing schon sehr früh in eurer Beziehung an und es hat dir von Anfang an keinen Spaß gemacht, aber du hast es so mitgemacht und hingenommen. Sagen wir mal, ich habe es toleriert, weil jeder hat seine eigene Art von Sexualität. So, jetzt erklär mir das mal, wie das abgeht. Er hat Spaß, sich als Frau anzuziehen. Ja. Ne, Fingernägel lackieren, hast du gesagt, Röckchen anziehen oder so? Lackklamotten. Lackklamotten. Ja. Mhm. So, und dann wollte er in diesem Outfit mit dir Sex haben? Ja. Ach so. Er hat mit Perücke aufgesetzt. Ja, wollte ich gerade fragen. Mit Perücke? Ja. Auch geschminkt und so richtig aufgebaut. Geschminkt, Schmuck. Mhm. Also wie eine Frau, ja. Ja. Musstest du dich auch noch in einer besonderen Weise aufbrezeln oder durftest du zumindest so sein, wie du bist? Ja, wenn ich mit ihm rumdiskutiert habe, er war dann verärgert, hat zwar trotzdem mit mir so geschlafen, aber ansonsten fand er das toll, wenn ich mich dann unbändig geschminkt hatte, auch kurze Lackklamotten an hatte, Strumpfhosen war prinzipiell ein Muss, ja. Und dann eben auch Sandaletten, also hochhackige Sandaletten oder Schuhe. Also im Prinzip musstest du in die gleiche, oder er wollte es gerne, dass du in die gleiche Verkleidung geschlüpft bist, die er auch hatte. Ja,
richtig. Das hast du fast sieben Jahre mitgemacht? Ja. Das ist ja heftig. Obwohl du keinen Bock drauf hast? Ich habe es am Anfang toleriert, weil ich mir gesagt habe... Aber toleriert? Toleriert ist ja was anderes als dass man auch Spaß dran hat. Ich wollte das am Anfang kennenlernen, weil ich kann nicht was ablehnen, was ich gar nicht kenne. Ist völlig klar, aber dann hast du wahrscheinlich relativ schnell gemerkt, dass es nicht dein Ding ist. Nein, weil die Sexualität in dem Sinne eigentlich nur auf die Strumpfhosen bezogen war. Er hat sich dann mehr oder weniger auf meine Beine bezogen und auf die ganze Optik als auf mein persönliches Wesen. Also es war ein Rollenspiel, wo du als Person gar nicht mehr stattgefunden hast, sondern genau, irgendeine eine Hülle und äußere Reize. Ja, und es ging bei ihm auch sehr massiv weiter. Nämlich? Man muss sich vorstellen, dass er eigentlich immer mehr wollte, mehr Sexualität, mehr ausprobieren, immer absurdere Spiele. Ja, das ging dann schon in den SM-Bereich und in Toilettenspiele, kann man so sagen, und sowas. Was heißt Toilettenspiele? Dass ich ihn dann anpullern sollte oder irgendwas in der Art. Und noch einen Schritt weiter? Ja, auch. Ehrlich? Ja. Also, wir wollen es offen sagen, du solltest ihn ankoten? Ja. Hast du es gemacht? Nein, er hat sich das dann aber von mir gewaltsam geholt, sagen wir mal so. Gewaltsam? Wie das? Ja, mit den Fingern beim Geschlechtsakt praktisch. Boah, Sabine, was hast du da mitgemacht? Da habe ich mich dann verweigert und dann hat er mich praktisch, ja, wenn er wollte, geschlagen und hat mich dann eben genommen zum Schluss. 7 Jahre? Ich sag das nochmal so. Ja. Und das wurde immer krasser? Ich bin zwischendurch ausgebrochen, weil er mich getreten hat mit Schuhen und allem, da war ich im Frauenhaus. Ach, so weit ging es auch schon? Ja. Er hat mich in Rücken und Bauch getreten, als ich im 6. Monat war. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast ja vorhin angedeutet, dass du schwanger warst. Das heißt, es gab ein Kind. Es gibt ein Kind. Ja, ja, das Kind, Jahre jetzt. Hat das Kind irgendwas mal mitbekommen von diesem ganzen... Ja. Inwiefern? Ja, wenn er mich geschlagen hat oder wenn er mich runtergemacht hat mit Worten. Das hat... Und auch mein größeres Kind, was nicht von ihm ist, hat es auch mitbekommen. Wie alt ist das größere Kind? 16. Oh ja, dann hat es das aber richtig mitbekommen, ne? Auch bewusst alles verstanden wahrscheinlich, was da abgeht. Ja. Wurde er gewalttätig immer in Bezug oder im Zusammenhang mit dieser eher perversen Sexualität? Ja. Das heißt, im normalen Alltagsleben ging das? Ging so weit, bis ich angefangen habe durch meine Freunde und durch das Frauenhaus und ja, kann man sagen, durch versuchte Selbsttherapie mich wieder aufzubauen, ich wieder selber zu sein und mich dagegen gewehrt habe, massiv gewehrt habe und mich auch selber arbeitsmäßig wieder orientiert hatte und alles. Ja. Da fing es dann auch die Gewalt an im normalen Leben. Da hat er gemerkt, die geht mir aus dem Ruder, die wird selbstständig und dann hat er noch härtere Bandagen aufgelegt. Jetzt bist du seit 3 Monaten von ihm getrennt. Ja. Hast du das ganz alleine geschafft? Hast du gesagt, jetzt reicht es? Es hat gereicht, weil er vor 3 Monaten meinen großen Sohn angegriffen hat, mit Fäusten bearbeitet hat. Und dann habe ich ihm das erste Mal, ich habe mich selber erschrocken, links und rechts eine Backpfeife gegeben, habe ihn an den Kragen genommen und rausgeschmissen. Und er hat sich dann nicht zurückgewehrt und hat ihn nicht noch mehr... Das hat er. Nein, er war so erstaunt, ich war selber über mich selber erstaunt. Aber das hat irgendwo, dass er mein Kind da angegriffen hat, das war... Das allerletzte. Du sagst, ich habe ihn rausgeschmissen. Ich gehe davon aus, dass ihr eine gemeinsame Wohnung hattet. Er hatte zwischenzeitlich mal, hatte ich ihn schon mal rausbefördert, eine eigene Wohnung. Ach so. Hat die dann verloren. Mhm. Und ich habe ihn bei mir kopffassend wieder aufgenommen. Aber da nach diesem Ereignis raus. Und nach diesem Ereignis raus. Mhm. Er hat jetzt eine eigene Wohnung. Er kommt aber trotzdem ständig mit mir in Kontakt durch das Kind. Wie gibt er sich denn jetzt? Gibt er sich jetzt reuig oder... Nein. Ja. Nein, gar nicht. Wie stehst du denn zu deiner Entscheidung, das getan zu haben? Ich bin froh drüber. Aber hallo. Und ich fasse mich heute an den Kopf, muss ich sagen, dass ich so lange ausgehalten habe. Ich auch, Sabine, wenn ich das höre. Aber wirklich. Aber ich habe jetzt ganz große Angst, weil er kommt ständig an. Er kommt wirklich ständig an. Und der Kontakt mit dem Kind und... Er sagt dann, er will mit dem Kind reden und macht mich am Telefon runter. Mhm. Also es
sagenhaft, weil er weiß, er kommt bei mir jetzt so nicht mehr ran. Ja. Er versucht dann auf der Straße, wenn ich mich schon in der Öffentlichkeit mit ihm treffe, mich anzugrapschen und wirklich also, zu grapschen. Da würde ich mich jetzt an deiner Stelle, aber du hast ja glaube ich schon ganz gute Verbindung, wenn du im Frauenhaus warst, würde ich mich sehr gut beraten lassen, wie man mit solchen Situationen und auch mit solchen Männern in dieser Phase der Trennung am klügsten umgeht. Denn der Weg, den du jetzt beschritten hast, der ist ja nicht mehr rückführbar. Nein, ich habe ja auch so viel gefunden, was das war wahrscheinlich diese Wut auch, die ich in mir hatte. Er hat ja etliche Karten von Prostituierten gehabt, von Clubs. Er hat Eigenporträts gemacht von sich als Frau. Er hat diesen Frauentick, sage ich es mal, aber nur zu Hause ausgelebt oder ging er auch raus in die Szene, in Kneipen als Frau? Er ging in die Szene, ja, da wo es angebracht war, sagen wir mal so. Ich möchte dich nochmal fragen, du hast gerade von dieser sehr, sehr für dich demütigen Sexualität gesprochen und für dich absurden Sexualität. Ja. Wie oft kam es dazu, dass er dich da dazu hingezwungen hat, hingedrängt hat? So im Durchschnitt. 3 bis 4 Mal die Woche. 3 bis 4 Mal die Woche. 3 bis 4 Mal die Woche. So. Nachher habe ich mich verweigert und dann wurde es immer stärker mit der Gewalt. Das heißt, ich gehe davon aus, dass du in diesen ganzen 7 Jahren eigentlich nicht einmal eine für dich befriedigende Sexualität erlebt hast. Ich habe am Anfang, wo wir uns kennengelernt haben, Gefühle gehabt, wenn ich mit ihm geschlafen habe. Und die ganze andere Zeit habe ich gar nichts davon gehabt, in keinster Weise. Gab es denn zwischendurch auch mal so etwas, was man normal oder was du als normal erachten würdest, normale Sexualität? Er hat mir den Gefallen dann getan, als er gemerkt hat, halt, sie will nicht so, damit er mich vielleicht wieder ruhig stellen könnte. Ja. Aber für ihn war das nicht befriedigend und das hat man auch gemerkt an seiner Laune, an seiner Wut. Also diese verkleidete Sexualität, so nenne ich es mal, dass er sich als Frau aufbrezelt und du dich auch herrichten musst, wie, wahrscheinlich auch wie eine Hure anziehen musst oder aufreizend ihm unterwürfig sein musst. Endete diese Sexualität auch irgendwann dann so im klassischen Geschlechtsverkehr oder war er da gar nicht scharf drauf? Es endete damit, ja. Ja. Aber vorab ging sehr viel andere. Vorab ging alles Mögliche und er war eigentlich mit dem, was er hatte, nicht zufrieden. Er wollte immer weiter, immer mehr. Und von seiner Seite kam da nicht, das sollte ich mir einfallen lassen. Ja. Und als ich gesagt habe, dass da von beiden Seiten was kommen müsste, fing er immer wieder mit dieser Gewalt an und... Furchtbar, furchtbar. Mit dem, was... Gut, dass du weg bist, Sabine. Gut, dass du den Schritt geschafft hast, wenn auch, glaube ich, zu spät, aber egal. Er nervt eben, er steht ständig vor der Tür. Und da möchte ich gerne, dass du mit meiner Psychologin jetzt weiter drüber sprichst. Und dieses berätst und dir von der Elke, das ist meine Psychologin, heute Nacht vielleicht auch noch einige Tipps geben lässt, wie du dich jetzt da am klügsten verhältst. Ja, ich habe nämlich große Angst, dass wenn er jetzt mich auf der Straße irgendwo abschnappt oder so, dass jetzt vielleicht noch was Schlimmeres passieren Eben, kann. Ja. Das muss genau alles jetzt vorgebeugt werden, sagen wir so. Du legst auf, wir rufen gleich sofort wieder an, Sabine. Gut, ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke mich herzlich für deinen Anruf und wünsche dir von Herzen alles Gute und gut, dass du es gemacht hast. Ja, danke schön. Tschüss. So, meine Lieben, domian@wdr.de, unsere Mailadresse. Wenn ihr mailt, nicht vergessen, die Telefonnummer drauf zu schreiben, sage ich immer wieder, muss ich auch immer wieder sagen, weil es doch auch immer wieder Leute gibt, die es vergessen und wir dann nicht zurückrufen können. Und dann stehen wir da, dann haben wir eine tolle Mail mit einem Themenangebot und dann schreiben die Leute, ich würde gerne mit Domian da und darüber reden, aber es ist keine Telefonnummer da. Also bitte draufschreiben, domian@wdr.de und dann die Telefonnummer. Sonja, 26 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Sonja. Hallo. Über was reden wir beide? Ja, ich brauche einen ganz, ganz dringenden Rat, ob ich zu einer Hexe gehen soll oder nicht. Ob du zu einer Hexe gehen sollst? Ja. Was ist denn los? Und zwar, ich war mit einem Mann 3 Jahre zusammen. Ja. Und jetzt bin ich von einem Menschen 3 Jahre getrennt und ich kann den halt einfach nicht vergessen. Ja. Also es ist ganz schlimm. Also bei mir hängen auch überall Bilder.
Also wenn ich die Wunden habe, nach 5 Minuten sind wir wieder dran und... Was? Wenn du was? Die Wunden? Die Bilder. Die ganzen Bilder. Aber du bist seit 3 Jahren von ihm schon getrennt. Genau. Warst damals 3 Jahre mit ihm zusammen. Genau. Wer hat sich denn getrennt? Wer von wem? Du von ihm? Er von dir? Also einmal ich von ihm und einmal er von mir. Ja. Und also ich bin auch schon mal ein Jahr weggezogen, weil ich gedacht habe, ich kann dadurch vergessen, aber da wurde es irgendwie noch schlimmer, ne? Die letzte Trennung, von wem ging die denn aus? Jetzt die von ihm. Von ihm. Warum? Einfach so, er hat aber immer gesagt, er liebt mich noch, er liebt mich noch. Und warum ist er dann gegangen? Das weiß ich ja eben nicht. Also es gab auch keine Aussprache. Hat er eine neue? Das weiß ich ja eben nicht. So, nun ist die ganze Sache 3 Jahre her. 3 Jahre ist schon eine lange Zeit. Aber ein trauriges Herz sind 3 Jahre manchmal leider Gottes nicht so viel. Was hat das jetzt mit der Hexe zu tun? Und zwar, ich war schon mal bei so einem Beratungsgespräch, also ich habe im Internet geguckt. Mhm. Und also diese Frau, bei der ich war, die hat halt gemeint, sowas könnte man machen. Entweder eine Partnerrückführung oder halt so ein Liebeszauber. Aber mit dem Liebeszauber ist es das. Wie macht ihr das denn, ein Liebeszauber? Also da gibt es verschiedene Arten. Sie hat mich dann halt aufgeklärt, irgendwie wenn es schief gehen würde, würde das doppelt auf mich zurückgreifen. Ja. Weil es ja nicht nur weiße Magie, sondern auch schwarze Magie ist. Also, was und, ist, dann denkt die sich irgendwelche Sprüche aus und aufgrund dieser Sprüche? Nein, und die hat da irgendwie Rezepte. Ja. Und ja, ich weiß halt nicht, ob ich das machen soll oder nicht. Also, ich will erstmal wissen, wie das geht. Das weißt du auch nicht genau, wie die das macht. Also Liebeszauber heißt, die macht irgendwas und im besten Falle soll dabei herauskommen, dass er wieder zu dir zurückkommt und dich liebt, oder wie? Genau, und also wenn es klappen würde, will ewig an mir gebunden sein. Ja. Und es ist dann halt, kann sich der Mensch dann halt auch nicht mehr lösen, er löst sich halt von einem nicht mehr, ne? Achso, du hast ihn immer in der Backe. Genau. Musst du da irgendwie, ich kenne das auch, habe ich schon mal gelesen, muss man da irgendwas hingeben, also ein Foto von dem oder einen persönlichen Gegenstand, dass die Hexe das dann behexen kann? Ein Foto. Also sie hat mir zum Beispiel eine Technik gesagt, dass dann beide Bilder ineinander verschmolzen werden. Mhm. Und Sonja, pass mal auf. Nein, bitte. Ich weiß nicht, was ich nein, mache soll. Bitte nicht so einen Unfug. Mach es bitte nicht. Also, A, glaube ich da sowieso nicht dran. B, nehmen wir an, es funktioniert. Nehmen wir mal an, es geht. Irgendjemand könnte solche Zaubereien ausführen. Das ist doch kein Weg für eine wirkliche Liebe. Der muss doch freiwillig kommen und nicht durch irgendwelche komische Zauberei von außen. Ja, das habe ich auch, aber niemand kann mir sagen, wie ich mich davon lösen soll. Ich hatte dann auch schon Beziehungen, die sind wieder in die Brüche gegangen. Mhm. Also nachts kann ich ja auch nicht mehr schlafen. Dann, also, weißt du, wo der wohnt, wo der lebt? Ja. Ja, hast du eine Telefonnummer? Ich rufe dann auch immer an, und aber er weicht mir jedes Mal aus. Also es ist auch, denn seine Familie ist sehr konservativ. Mhm. Aber Sonja, ich komme nicht zu ihm durch. Das egal. Ist es ja. Wie alt ist er denn? Er ist 2 Jahre älter als ich, 28. 28. Weißt du, ob er eine neue Frau hat? Er hatte eine, aber das ist auch schon wieder vorbei. Wie, der ist 28 und du kommst nicht an den ran, weil die Mama oder der Papa das nicht will? Also da sind halt auch irgendwo Unstimmigkeiten. Und mir wäre es manchmal lieb, ich hab auch mal so einen Selbstmordversuch. Also da habe ich ganz viele Schlaftabletten genommen, weil ich damit einfach nicht mehr fertig geworden bin. Ja, weißt du, was ich glaube? Dass du auch jemand bist, die sich da blind rein verbeißt in so etwas? Blind rein. Ich habe ja schon versucht. Nein, dass du dich da so reinsteigerst. Wenn du nach 3 Jahren, finde ich eine sehr lange Zeit, wirklich. Ja. Und wenn nach 3 Jahren keine Zeichen von ihm kommen, die auch nur andeutungsweise darauf hingerichtet sind, dass er dich auch noch liebt oder etwas will, dann vergiss diesen Mann. Vergiss diesen Mann. Ich habe das ja vergessen. Ich hatte in Coburg einen Blumenladen, den habe ich zugemacht, weil ich war so fertig und bin nach Berlin gegangen. Ja. Also
von der Kleinstadt in die Großstadt und mir ging es da so schlecht. Und nach einem Jahr bin ich natürlich wieder zurückgezogen. Also ich versuche schon alles mögliche zu vergessen. So, jetzt pass auf. Lass die Finger von dieser Hexerei. Das ist völliger Unsinn und das wird dich nicht zu einer wirklich glücklichen Liebesbeziehung führen. Niemals. Ja. So, das ist das Erste. Das Zweite, wenn du jetzt dich 3 Jahre schon rumquälst und du es wirklich nicht schaffst, dann suche dir eine professionelle Unterstützung für eine gewisse Zeit, dass dir jemand so ein bisschen unter die Arme hilft. Hab ich schon mal. Die Frau hat mich nur ausgelacht. Die hat gemeint, ja, dann warst du bei, alles nee, nein, dann warst du bei der Falschen. Ein ordentlicher Psychologe, eine ordentliche Psychologin lacht dich nicht aus, wenn du sowas sagst. Das ist wirklich mein Rat. Und versuche, was du tun kannst, dagegen zu steuern. Weil du manövrierst dich da völlig in dein Unglück rein. Und so ist es ja auch schon seit 3 Jahren. Du bist ja blockiert gegen alles. Du könntest dich ja wahrscheinlich überhaupt gar nicht in einen neuen Typ verlieben. Hast wahrscheinlich gar keine Augen für einen neuen Typ. Nee, ich hatte schon eine Beziehung, aber eine Zeit lang geht es gut. Und dann denkst du wieder an ihn. Der Gedanke ist halt immer nur Oliver, Oliver, Oliver. So, und das muss ein Ende haben. Oliver muss raus aus deinem Kopf. Und raus aus deinem Herzen. Und wir werden dich jetzt gleich nochmal anrufen und über noch ein paar taktische Maßnahmen beraten. Okay? Okay. So machen wir das, Sonja. Und keine Hexerei. Auch okay? Okay. Okay. Liebe Sonja, alles Gute. Tschüss. Tschüss. So, mit wem machen wir weiter? Mit einer Frau, die den schönen Namen... Nee, wie heißt sie? Colette heißt. Ich wollte gar nicht sagen. Guten Morgen, buongiorno. Buongiorno. Jürgen. Eine Italienerin. Genau. Das ist aber schön. Ja, also Colette. Ich verfolge deine Sendung fast jede Nacht. Woher kommst du aus Italien? Ich komme aus der zweitältesten Stadt Italien, Matera. Das sind gerade 2000 Kilometer von Neuss bis dorthin. 2000 Kilometer von Neuss. Genau, es gibt sehr viele Filme, die da gedreht werden. Jesus-Geschichte oder ja. Richard G. hat der King David, der König David da gedreht. Ah ja. So, und jetzt wohnst du in Neuss? Ja, ich wohne ja in Neuss. Quasi, also in Düsseldorf. Quasi hier bei uns in der Ecke. Genau. Was ist der Grund deines Anrufes? Ja, das ist leider eine sehr, sehr traurige Story. Ihr habt bestimmt gehört, gestern Morgen, also unserer Zeit, waren 10 Uhr, dort in Irak waren es 8 Uhr, als diesen Anschlag verübt worden ist. Ja. Ist es erstmal, also sind nur 2 Verletzte und ein Toter, mittlerweile sind 18 und heute Morgen kam leider die schreckliche Nachricht. Der 19., der schwer verletzt war, ist gestorben und das war mein Cousin. Ach. Also es sind italienische Soldaten ums Leben gekommen, ja, im Irak? Carabinieri, der sollte gerade heute zurückgeflogen werden nach ein halbes Jahr. Ja. 22 Jahre, der Massimo geworden. Dein Cousin? Ja, Einzelkind, sollte jetzt im Sommer heiraten. Wie nah war deine Beziehung zu dem Jungen? Sehr nah. Ja. Wir haben uns immer im Sommer, Weihnachten, immer wenn ich da war, 2-3 Monate im Sommer bin ich immer da unten. Ja. Wie ist das in Italien geregelt gewesen? Ist er frei? Ich habe einen Parabolschüssel hier. Und natürlich, es geht von morgens bis abends. Es geht nur da. Na, ich wollte fragen, wie das damals war. Ist er freiwillig? Muss sich natürlich, also es wurden schon einige aufgerufen, aber er wollte die ganze Familie, ich mache auch hier in Deutschland seit 30 Jahren humanitäre Hilfe. Auf die ganze Welt, ob das jetzt Kosovo, Ex-Jugoslawien, Moldawien, wo der Erdbeben war in Italien, in Assisi oder Süditalien, also wie gesagt, bin ich immer mit dabei und Transallmaschine von Köln-Bonner Flughafen sind mit diesen Sachen gestartet. Nun, er wollte natürlich für den Frieden und für die Menschen da auch sich bereit, also und erzählt. Wie hat die Familie? Eure gesamte Familie ist dieses Unglück aufgenommen. Das ist furchtbar, weil eben die haben das erst heute Morgen durch die Nachrichten erfahren. Es kam also heute Mittag diese schreckliche Nachricht, der ist erstmal in Koma gewesen. Und dann, also er war schwer verletzt? Ja, innere Verletzung vor allem. Hat er auch schon Familie? Ja, sicher. Er war bei Einzelkind. Ja, hat er Frau oder Kind schon? Der sollte mit 22, sollte jetzt im Sommer heiraten. Und dann kann man sich vorstellen, jetzt am Dienstag sollten, war sehr wahrscheinlich, sie sprechen, dass am Dienstag die
Särge jetzt alle da ankommen und den ganzen Tag wird da Wie ist es jetzt geplant? Also Trauerfeiertag geklärt. Wie ist es geplant? Wirst du nach Italien reisen? Ich werde sehr wahrscheinlich auch darunter fliegen. Mhm. Das ist also, sobald ich versuche, einen Platz zu finden, jetzt wohnen. Wie hast du denn damals, als es losging mit diesem Krieg und auch der Beteiligung Italiens an dem Krieg beispielsweise, wie hast du dazu gestanden? Ja, ich muss sagen, ich bin sehr für den Frieden. Und natürlich, also alles, was Krieg ist, was die anderen kaputt gemacht haben, habe ich versucht, so immer durch meine humanitären Aktionen wieder gerade zu biegen, so viel in meiner Macht auch gestanden hat. Und natürlich, meine Also du warst eher dagegen? Gab es Diskussionen in der Familie, auch mit dem Flatter? Ich habe für den Frieden sehr, sehr viele, in jeder Stadt, in jedem Dorf, in jedem Balkon, also mindestens ein Haus hatten Frieden. Flagge, Hast du denn da mit dem Vetter diskutiert auch darüber? Hier, komm, mach es nicht, geh nicht dahin, beteilige dich nicht daran. Ja, sicher. Ne? Nun, das ist ja so, dass man jetzt mit den jungen Jahren, man denkt auch ein bisschen, ich will nicht sagen, also die Karriere, sondern das liegt irgendwie im Herzen, anderen zu helfen. Ne? Und das ist also, das wäre wie der Letzte erzählt, auch telefonisch, haben wir ja auch vor kurzem noch gesprochen. Und der Massimo sagt, ich spiele gerne mit den Kindern und die kriegen dann eben ein Gläschen Marmelade oder Nutella oder Bonbon. Aber es ist eben kein Spielplatz, es ist eben eine sehr gefährliche Gegend dort. Also die Italiener, ich meine nichts jetzt gegen die Amis oder die Engländer oder Polen, also die haben schon gewarnt. Die wussten, das war eine Warnung, genau gestern vor einem Monat, dass die diesen Anschlag machen wollten. Ja. Ich mache mal einen Vorschlag, Colette. Du sagst, du gehst nach Italien für die Trauerfeierlichkeiten. Ja. Wann genau werden die sein? Also die haben, also ich habe es nur durch den Fernsehen jetzt gehört, dass hier am Dienstag die Särge mit den 19 gestorben. Ich möchte folgenden Vorschlag machen. Wir haben ja deine Telefonnummer. Ja. Das heißt, meine Redaktion bleibt mit dir in Kontakt und ich würde sehr gerne mit dir noch einmal sprechen, wenn du in Italien warst und zurückgekommen bist. Mhm. Können wir so verbleiben? Ja, sicher. Ja. Dann würde ich sagen, jetzt verabschiede ich mich von dir. Mir tut es sehr leid, was deiner Familie widerfahren ist. Ja. Und wir sprechen nächste Woche dann nochmal miteinander. Ja, ich denke, wenn jede, also man wirklich diesen Spruch, wo ich schon vor 30 Jahren in Köln oder in Bonn, glaube ich, war, dass diese Demo, wo 300.000 Leute hingekommen sind, also stell dir mal vor, das ist Krieg und keiner geht hin. Ja. Das der ist beste Spruch. Der beste Utopie, Spruch überhaupt. Ja, ne? Das ist also leider. Liebe Colette, ja, alles Gute und bis die nächste Woche dann. Okay. Auf Wiederhören. Also ich bleibe bestimmt länger. Ja, also wir haben Kontakt mit dir und werden dann telefonieren. Okay, alles klar. Alles Gute, auf Wiederhören, Schönen Colette. Abend. Tschüss. Ciao. Martin, 32 Jahre. Hallo. Hallo? Hallo Martin, ja. Hallo Domian. Grüß dich. Und zwar, es geht um Folgendes, ich komme direkt zur Sache. Ich bin, seit ich 17 bin, darminkontinent. Mhm. Das heißt, ich bin abhängig, seit 17 bin ich abhängig von Windeln. Wie kommt diese Inkontinenz? Die kommt durch den Darm. Der Darm liegt bei mir anders. Also, das hat man mir praktisch damals gesagt, dass er anders liegt und dass er länger ist. Und dadurch hätte ich Probleme. Also du hast aber bis zu deinem 17. Lebensjahr konntest du normal zur Toilette gehen? Seit ca. 16. Lebensjahr hat das angefangen. Mhm. Das heißt, ich bin nicht rechtzeitig, habe ich geschafft, auf Toilette zu gehen. Mhm. Das heißt, ich war zum Beispiel in der Stadt, weil ich mit Freunden einkaufen. Ja. Und dann und dann passiert das unter Umständen schon. Dann ist schon passiert, hatte ich halt, so war auch kein, so gesehen, kein, ja, bisschen Stress war schon und ja. So. Also das waren die Anfänge. Das waren die Anfänge. Mit 17 ist dann ganz... hat es sich verstärkt und verschlimmert, dass du völlig inkontinent geworden bist und seitdem abhängig bist von Windeln. Ja. Windeln tragen musst, immer. Ja, also ich trage sie 24 Stunden. Mhm. Man kann medizinisch, operativ, therapeutisch kann man nichts machen. Du musst damit leben. Ich bin jetzt, mittlerweile bin ich bei meiner Ärztin, Hausärztin in Behandlung mal wieder. Ja. Da ich ja halt seit 17 habe ich nichts mehr in der Hinsicht gemacht. Ach so, ich dachte, du wärst bei 1000 Spezialisten schon gewesen. Nein, damals hat man mir gesagt, ich soll sie tragen und dann habe ich mich damit abgefunden. Mhm.
Und jetzt bin ich bei der Hausärztin und sie versucht auch genauen Grund zu erforschen, wodurch das passiert. Nun gut, aber das ist ja vielleicht nicht ein Fall für einen Hausarzt, sondern ein Fall für einen Spezialisten. Ja, ich habe auch Überweisungen am Laufen und ich muss auch demnächst zum Beispiel einen Darmspiegelung machen. Also dieses fängt gerade an, die neuen Untersuchungen. Ja. Das ist aber ein bisschen sehr seltsam, finde ich. Du bist jetzt schon 32 Jahre. Das heißt, die ganze Zeit von 17 bis jetzt, ist das alles einfach so... Einfach weitergelaufen, ja. Ja, aber da bist du selbst schuld. Ja, ich habe mich darum praktisch nicht drum gekümmert, ja. So, wie sieht das Leben aus, wenn man ständig eine Windel tragen muss? Ja, das ist also arbeitsmäßig... Was arbeitest du? Ich bin zurzeit seit April arbeitslos. Ja, und vorher? Vorher war ich 4 Jahre beschäftigt bei McDonald's. Mhm. Das ist aber auch eine andere Geschichte. Und das war nicht der Grund, die Windeln praktisch. Und da wussten 2 Leute davon, dass ich halt die Windeln trage. Ja. Und sonst wusste da keiner Bescheid. Wahrscheinlich, wenn du das vorher gesagt hättest, ich bin Windelträger, hätte man dich bei McDonald's nicht angestellt. Glaube ich, also wenn ich gesagt hätte, dass ich windelabhängig bin, dann hätte ich keine Chance gehabt, weil das ist ja Gastronomie praktisch. Ne? Ja, natürlich, ja. Hast du das denn für dich schon so trainiert, dass du weißt, so einmal am Tag ungefähr ist es soweit oder kann das quasi ständig passieren? Das kann ständig passieren und jetzt helfe ich mir halt mit einem Apfelzäpfchen. Das heißt, morgens früh tue ich ein Apfelzäpfchen rein, damit ich halt... Ein Apfelzäpfchen. Apfelzäpfchen, ja. Das heißt, damit ich zum Teil es schon ein bisschen kontrollieren kann. Ich verstehe. So, wenn man diese Windel trägt und im normalen Leben steht, kann man sich, gibt es da so isolierende Gummihosen oder sowas, die man drüber zieht, dass man, dass kein Geruch nach oben steigt? Ja, das ist schon das Problem halt auch mit dem Geruch, wenn man da reingekotet hat, das riecht man schon ein bisschen. Wenn man in engen, zum Beispiel wenn man im Bus ist oder so, oder halt im Zug, in engen Kontakten halt, riecht man das. Das heißt, du bist schon sehr, sehr gehandicapt durch die ganze Angelegenheit. Bist im Alter von 32 Jahren, das heißt, die ganzen letzten Jahre war auch so die Zeit, wo man natürlich gerne irgendwie ausgeht, tanzen geht oder weiß ich was, auch auf Mädels aus ist, scharf ist. Hast du Beziehungen gehabt? Ich habe Beziehungen gehabt, aber es ist schon länger her. Das ist seit ca. 5 Jahren. Ja, und wie lange warst du mit der Frau zusammen? Die letzte Frau war ich zusammen ca. 1,5 Jahre. Aber das ist nicht wegen der Windel schiefgegangen, halt, hat nicht gepasst. Ja, aber immerhin 1,5 Jahre. Das heißt, die Frau hat das akzeptiert? Sie hat zum Teil akzeptiert. Und also sie wollte es akzeptieren, aber sie konnte es nicht fassen halt. Was konnte sie nicht? Sie konnte es nicht fassen, dass ich halt Windeln tragen muss. Also hat es dann doch nicht, das war dann doch ein Problem. Also, sie hat schon ein bisschen akzeptiert, wir waren immerhin 1,5 Jahre zusammen. Aber es war schon irgendwie ein Problem. Ja. Ja. Ich stelle mir auch das sehr schwierig vor, wenn man dann, trägst du die eigentlich auch nachts, die Windeln? Ich ziehe die 24 Stunden lang. 24 Stunden. Das heißt also, wenn du mit deiner Freundin geschlafen hast, musstest du für... Muss ich auch praktisch Windeln anhaben. Und musstest die Windel anhaben? Ja. Wie geht das denn? Ja, das kann man praktisch ein bisschen rundziehen und dann ist der Po-Hals auch geschützt. Das heißt also, du konntest nicht mal für eine Weile, wenn man miteinander geschlafen hat, sie ausziehen, weil es hätte passieren können, dass dann was kommt. Ich hatte halt Angst gehabt, dass es passiert, ja. Ist das denn schon mal dann passiert, obwohl du eine Windel anhattest? Also beim Geschlechtsverkehr ist das eigentlich nicht passiert. Aber das ist natürlich auch eine sehr, sehr stressige Situation, wenn man diese komischen Windeln anhat. Das heißt komische Windeln, wenn man die Windeln anhat und dann mit jemandem schlafen will und die nur so ein bisschen runterzieht. Und irgendwie ist das ja auch nicht die Situation, wo man gerade so in vielleicht auch sehr scharf wird, ne? Ja, wenn man Angst hat, dass dann was passieren könnte. Ja, es ist auch schon in Überwindung, überhaupt eine Frau zu erzählen, dass man Windeln... Na, aber klar. So, jetzt hast du gesagt, wie lange ist es jetzt her, dass du deine letzte Affäre oder Partnerin hattest? Das war ein Moment, ja, 98, ja, so eine Dreh, 98. Also eine ganze Weile schon. Ja. Das ist sicher dann auch ein Grund, weswegen du wahrscheinlich gebremster bist, dich mit Frauen zu beschäftigen. Ja, obwohl ich mag eigentlich Frauen und ich bin voll hetero. Ja. Und ich würde gerne halt eine Beziehung haben dadurch. Ja. Ja. Und wissen denn deine näheren Freunde, wissen die darum? Die engsten Freunde, Bekannte wissen es. Ja. Also, aber auch nicht alle, aber die meisten wissen es.
So, jetzt ist der Fall eingetreten, der schon hätte längst eintreten müssen, nämlich du bist in Kontakt mit deiner Ärztin. Und diese Ärztin hat dich jetzt offensichtlich, wie du gerade angedeutet hast, überwiesen, dass du eine Darmspiegelung gemacht bekommst und dass du richtig... Also ich werde komplett durchgeleuchtet ja, jetzt. Ja, aber das ist jetzt auch wirklich angesagt und angebracht, das zu machen. Dass du von oben bis unten durchgecheckt wirst von einem Superspezialisten in der Hoffnung, dass man dir vielleicht doch helfen kann und dass du es vielleicht irgendwann gar nicht mehr brauchst. Ja, das ist schon ein bisschen komisch, wenn du 32 Jahre alt bist und windelabhängig bist. Ne? Ja. Aber vielleicht ist es jetzt eine Chance, dass es doch noch irgendwie zu reparieren geht. Ich hoffe es. Ja, ich hoffe es auch von ganzem Herzen, Martin. Und wenn es irgendwann geklappt hat oder du Fortschritte machst, melde dich doch nochmal bei uns, dann reden wir nochmal drüber. Das kann ich machen. Das würde ich mich freuen drüber. Okay. Ich wollte noch eins sagen, ich finde eure Sendung super und ich höre fast jeden Tag, da ich eh nur spät praktisch nicht schlafen kann. Ah ja. Ich danke dir vielmals, Martin. Bitte. Alles Gute. Danke. Tschüss. Ciao. Die Stella ist hier. Ach, 18 Jahre, stimmt das? Ja. Hallo Stella. Ja, hallo. Na? Na? Wie ist es? Ach, muss ja, ne? Ja, also ich wollte mit dir über mein Problem sprechen, dass ich noch nie einen Orgasmus hatte. Ja. Das ist mein Problem. Hast du denn einen Freund? Nee, jetzt nicht mehr, seit 2 Monaten oder so. Warst du länger mit ihm zusammen? Ja, war ein halbes Jahr nur. Ja, naja, nur, was heißt nur? Ja, geht schon, ne? Ja. Und davor nur so kleinere Sachen oder auch schon mal was Längeres? Ja, auch schon längere Sachen oder, ne, halt, ich hatte auch schon One-Night-Stands oder so, weil ich dachte, ne, vielleicht ja. Liegt es ja doch an dem Manne, aber lag's nicht, weil ja. Die haben sich dann noch auf mich eingestellt. Ich habe mit denen darüber gesprochen. Achso, du hast es denen auch gesagt? Ja, ja. Also ist ja das nicht, also du hast ja nicht was vorgespielt? Nee, nicht wirklich. Nicht, ja. Befriedigst du dich selbst? Hab ich schon mal gemacht, aber das bringt es mir auch nicht. Also dadurch bin ich auch nicht zum Orgasmus gekommen. Ja. Ja, das ist der Weg. Ich glaube, dass das der Weg ist. Ich glaube, dass der Weg darüber, genau darüber läuft, dass man, oder dass Frau sich in diesem Fall sich selbst erkundet. Ja. Das glaube ich wirklich, Stella. Ja, kann schon sein, nur weil, ne, ich mache mir darüber schon meine Gedanken, ob bei mir vielleicht unten was kaputt ist oder was. Das glaube ich nicht, aber um dieses mal abzuklären, das wäre mal ein Besuch beim Gynäkologen. Mhm. Schon mal gemacht? Nee. So, das wäre ja nun mal nicht schlimm, das mal also zu tun. Nicht deswegen. Mhm. Nee, klar. Um mal abzuchecken, ob alles drin ist. Mhm. Wovon ich ausgehe. Und ich glaube, dass es eher ein psychisches Problem ist, eine seelische Geschichte ist. Ja, sagen meine Freunde auch, wenn ich mit denen darüber gesprochen ja. habe. Ne? Weil die dachten, erst läge an dem, aber da es nicht an den lag, ja. muss ja an meinem Denken liegen. Oder? Ja. Wie viel Mal hast du es denn schon ausprobiert mit dir selbst? 5, 6 Mal? Ja, ist zu wenig. Ja? Ist zu wenig, ja, natürlich. Oh. Nein, du musst es natürlich erstmal rauskriegen. Du musst ja den Dreh erstmal finden für deinen Körper, wie dein Körper funktioniert, wie du dir die optimale Lust herstellen kannst. Mhm. Und das kann man, ja, wir Männer können das schneller, aber bei den Mädels geht das manchmal ein bisschen langsamer und ist halt komplizierter. Ja, ja. Ihr seid halt komplizierte Wesen. Ne, so ist das. Ja, ja. Ja, ja. Und ich glaube ja, dass jemand, wenn eine Frau das gut kann und sich mit sich selbst sehr gut beschäftigen kann und Spaß hat, dass der erste Schritt ist auch zu einer erfüllten Sexualität dann mit einem Typ, mit einem Mann. Mhm. Achso. Ja. So, jetzt bin ich ja keine Frau und wir sind hier im Fernsehen vor ganz vielen Menschen. Und jetzt kann ich dir natürlich nicht die richtigen Tricks hier verraten, wie man das macht oder wie Frau es sich am besten macht. Ja, stimmt schon. Deshalb werden wir das Gespräch hier abbrechen in der Öffentlichkeit. Ja. Und meine Psychologin ist auch eine Frau und eine sehr nette Frau. Ja. Mit gewissen Erfahrungen, sagen wir es so. Die ruft dich gleich nochmal an, okay? Okay, danke. Alles Gute, Stella. Tschüss. Ja, tschüss. Andrea, 18 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Auch 18 Jahre alt. Nee, 16. Ach, 16 erst? Mhm. Aha. Ja. Andrea, um was geht's denn? Bei mir geht's darum, dass ich in meinen besten Freund verliebt bin und ich nicht weiß, ob ich ihm sagen soll oder nicht. Und es ist halt so ein ewiges Hin und Her. Das ist dein bester Kumpel so? Ja, genau. Mhm, platonisch alles? Mittlerweile ist es platonisch, weil er seit knapp 6 Monaten eine Freundin hat.
Und vorher war es nicht platonisch? Nein, also wir kennen uns seit 3 Jahren und kurz nachdem wir uns kennengelernt haben, sind wir auch schon irgendwie zack im Bett gelandet. Ach so, ist schon mal was gelaufen. Ja, das ging dann halt auch so lange, bis er seine Freundin hatte und dann hat es halt gehießen, okay, ich habe jetzt eine Freundin und ich bin treu und zwischen uns ist halt nichts mehr. Ach so. Und da warst du da auch schon in ihn verliebt, als ihr auch in der Kiste noch wart? Ja, kann ich nicht so genau beschreiben. Ich habe schon was für ihn empfunden, aber ich würde nicht sagen, dass es damals schon Verliebtheit war. Das habe ich halt irgendwie erst gemerkt, als er dann eine Freundin hatte und dass zwischen uns halt nichts mehr war und dass mir das halt gefehlt hat. Ich muss das jetzt mal kapieren. Wie lange kennt ihr beiden euch schon? Seit knapp 3 Jahren. 3 Jahren. Und wie lange hat er jetzt eine Freundin? Er hat jetzt seit 1/2 Jahr eine Freundin. Aha. Und bis dahin wurstelte sich das irgendwie so dahin? Genau. Mal Sex, mal kein Sex, mal Küsschen, mal kein Küsschen. Ja, genau, so sah es aus. Mhm. Dann hat er eine Freundin? Und seitdem sagt er, hier, pass auf, Andrea, jetzt kann ich nicht mehr, ich bin treu. Ja, genau. Und ich bin jetzt nur dein guter Freund. Mhm. Und das war's. So sind die Verhältnisse. Ja, schon. Und du, Andrea, sagst, ich bin aber verliebt in dich und möchte eigentlich mit dir zusammen sein. Ich hab's ihm nicht gesagt, weil ich halt irgendwie, bis vor kurzem hat's mich auch nicht gestört, dass wir nur Sex miteinander haben oder dass wir nur Freunde haben, weil es halt okay war, wir wollten halt beides gleich, aber jetzt... Mhm. Habe ich halt gemerkt, weil er ist jetzt auch schon seit 3 Monaten in Neuseeland und wie sehr er mir halt fehlt und dass ich halt wirklich mehr für ihn empfinde. Warum ist er in Neuseeland? Einfach so? Zum Urlaub, oder? Nee, es ist kein Urlaub. Der wollte halt einfach mal, wie soll man das sagen, selbstständig sein, wollte halt hingehen, sich Arbeit suchen und... Ja. Und ist die Freundin mit? Nee, die ist nicht mit. Aber er kommt wieder bald zurück? Ja, an Weihnachten. Ah ja. Mhm. Bist du ein bisschen eifersüchtig? Ich kenne sie nicht so gut und ich habe auch nicht mitbekommen, ob sie sich, wie sie sich jetzt halt irgendwie küssen oder sowas, aber ich glaube, wenn ich sehen würde, dann wäre ich eifersüchtig. Mhm. Was wäre dein Traum, wenn du jetzt zaubern könntest? Wie würdest du dir die Beziehung zu ihm wünschen? Ich würde mir halt wünschen, dass er aus Neuseeland zurückkommt, halt wie im Film, dass wir uns am Flughafen sehen, dass er halt irgendwie meint, ja, ich habe dich vermisst und bla bla und komm, lass uns es probieren und du bist halt die Richtige für mich und bla und sowas. Weißt, ich bin ein bisschen skeptisch. Ich bin skeptisch, wenn ihr euch schon so lange kennt und es sich nicht vertieft hat im Sinne einer wirklichen Verliebtheit, sondern das ist es ja so dahingeplätschert, ne? Ja. So, und wenn er dann sich sogar, obwohl ihr in einer relativ unverbindlichen Beziehung steckt, wenn er sich dennoch verliebt und sich auf eine richtige Beziehung einlässt und dann sogar sagt, hier, pass mal auf, Andrea, ich ziehe jetzt hier eine Grenze. Ja. Das sagt mir viel. Das sagt mir, dass der eigentlich an dir nicht interessiert ist als Partnerin, sondern als Gesprächspartnerin vielleicht. Oder vielleicht auch mal als Sexpartnerin, wenn es denn mal passt. Aber nicht als Geliebte. Ja gut, aber ich meine, wir reden ja über alles. Und er hat mir auch gesagt, wie er halt in der Beziehung fühlt. Und er hat gemeint, dass er halt sich mit der Frau halt nicht so gut versteht, sondern dass es halt bei ihm nur auf sexueller Basis gut läuft und dass halt so zwischenmenschlich halt nicht so toll ist und dass er sich halt auch überlegt, ob er die Beziehung nicht beenden soll und keine Ahnung und manchmal macht er halt auch Andeutungen und manchmal so eine Art Hassliebe halt zwischen uns. Okay, dann fahr doch wirklich, geh offensiv ran und sag es ihm. Sag, ja, was ist, wenn er dann meint, ja, nee, und ja, dann bin ich ja ganz enttäuscht. Ja, nee, gut, nee, das musst du dann aushalten, Andrea. Das ist das Risiko. Es gibt nichts ohne Risiko. Ja, klar, natürlich. Also, wenn du wirklich interessiert an dem bist, wenn du sagst, eigentlich ist das ein guter Typ, mit dem wäre ich gerne richtig zusammen, dann raus damit, raus mit der Sprache. Ihr seid gute Freunde, da kann man das offen sagen. Wenn das danach alles irritiert und gestört ist, ja, dann ist es halt so. Aber es ist im Moment auch irritiert und gestört. Ja, klar. Ne? So muss man es sehen. Also, er kommt, es ist nicht mehr lange hin, bis Weihnachten aus Neuseeland zurück. Ja. Dann weiß ich, was Andrea ihm sagen wird. Aber wie soll Andrea das denn machen? Andrea kann wunderbar sprechen, höre ich schon. Und ich glaube, das wird ihr leicht über die Lippen gehen. Ja gut, also soll ich das dann so direkt am Flughafen machen oder direkt, wenn wir uns treffen? Oder? Nicht am Flughafen. Nee. Ja. Aber ihr werdet euch ja bestimmt dann irgendwie, wenn ein paar Tage hier ist, mal auch alleine treffen und dann kannst du es sagen. Naja, auf jeden Fall. Ne? In weihnachtlicher Stimmung noch? Ja, klar. Entweder funktioniert's. Vielleicht, er scheint sich auch im Ungewissen und im Unklaren zu sein mit seiner Beziehung, wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Vielleicht hast du gar nicht so schlechte Chancen. Vielleicht ist er auch völlig überrascht und glücklich, wenn du es ihm so sagst. Und packt zu und sagt, ja, die Andrea, genau, die wollte ich ja immer haben. Naja, das wäre natürlich das Optimale so. Also Weihnachten, abgemacht? Okay. Alles Gute, toi, toi, toi. Dankeschön. Tschüss. Mach's gut, tschüss. Jetzt geht es weiter mit... Ich frage mal keck in die Regie, weil ich das nicht weiß. Mit Julia, 22. Ja, hallo Domian. Hallo Julia, ich habe alles junge Mädels heute. Ja. Ist ja doll. Mhm. Ja.
Julia, um was geht's denn? Also, ich habe ein Problem. Ich bin sehr verzweifelt, Domian. Und zwar geht's darum, ich habe eine 3 Monate alte Tochter. Mhm. Und mein Freund kommt überhaupt nicht mit ihr klar. Aber er ist der Vater? Nein, er ist nicht der Vater. Er hat mich kennengelernt, da war ich im 6. Monat. Ah ja. Und er hat aber gesagt, er wird mich mit ihr aufnehmen. Und er hat mich auch lieb, er liebt mich auch. Mhm. Ja, und jetzt ist es halt so, er war halt auch mit im Krankenhaus und er hat auch die Nabelschnur durchgeschnitten. Mhm. Und ja, jetzt kommt er mit ihr nicht klar, weil sie ja sehr viel schreibt, sie ist ja noch sehr klein. Mhm. Und sie kriegt auch die Flasche. Also es waren gute Vorsätze bei ihm da. Und jetzt ist die Realität doch ein bisschen härter, als er sich das vielleicht vorgestellt hat. Ja, genau. Und nun geht die Stimmung in den Keller. Ja. Was heißt das denn? Ist dadurch auch schlechte eine Spannung zwischen euch beiden entstanden und gibt es Streit? Ja, es gibt sehr viel Streit. Also ich weine auch sehr viel. Er brüllt und er sagt dann immer zu der Kleinen, oh, du scheiß Drecksplage, halt die Fresse. Mhm. Und das sagt er zu dem kleinen Kind? Ja. 3 Monate ist es alt. Ja, 3 Monate ist er alt, genau. Und es tut mir dann natürlich auch weh. Und er hat auch die Nabelschnur durchgeschnitten, deswegen verstehe ich das alles. Naja, ich sage ja, am Anfang war er vielleicht guten Willens, aber jetzt ist ihm das alles irgendwie klar geworden und da ist die Meinung umgesprungen. Mhm. Ihr wohnt auch in einer Wohnung, ne? Ja, wir wohnen in einer Wohnung. Wie lange seid ihr zusammen jetzt? Jetzt seit 7 Monaten. Ja, genau. So hast du, wenn man das zusammenrechnet, kommt das ja auch hin, wie du es gerade gesagt hast. Mhm. Ja, und ich wollte auch schon sehr oft gehen und dann sagt er immer, ich tue mir was an, ich liebe dich, bitte geh nicht und ich weiß nicht, was weißt ich Weißt du, Julia, wenn der so Sachen sagt über dein kleines Kind, dann muss ich eigentlich gar nicht noch mehr von dir hören. Mhm. Dann sagt mir das schon so viel und ich finde das so schlimm, dass ich eigentlich ganz schnell zu dem Urteil komme, dass ihr beide, wenn überhaupt eine Chance habt, dann nur, wenn ihr erstmal räumlich voneinander getrennt werdet. Mhm. Das heißt, dass ihr nicht mehr in einer Wohnung wohnt, dass ihr nicht mehr in der Nähe des Kindes ist, auch gar nicht dem Alltag ausgesetzt ist, das Kind nicht schreien hört. Ja, das wäre natürlich eine Alternative. Ja, wenn das, ich weiß ja nicht, wie eure Möglichkeiten sind, auch finanziell und ja, also ich kriege jetzt nur Sozialhilfe, weil ich ja mein Kind habe. Und halt das Erziehungsgeld, Kindergeld und Unterhalt. Mhm. Ja, und. Also, du kämst irgendwie über die Runden. Ja, ich komme über die Runden. Ja. Wo ist denn der Vater des Kindes? Der Vater des Kindes, das ist ein Problem. Also, ich hatte damals einen Freund, mit dem habe ich mich nicht mehr verstanden. Dann hatte ich eine Affäre mit einem verheirateten Mann. Mhm. Und von dem ist jetzt das Kind. Mhm. Und der hat schon 3 Kinder und seine Frau ist auch noch da. Ja. Und ihr habt auch mal wieder nicht verhütet. Ja, ich habe die Pille genommen, aber ich habe Cortison genommen und nicht dran gedacht. Ach so. Ja. Ja, und durch Cortison ist das dann halt... Hast du den Eindruck, ja, ich verstehe, hast du den Eindruck, dass dein jetziger Freund auch auf dieses Kind auch eifersüchtig ist? Dass er immer so das Kind des anderen in ihr sieht, wenn er sie anschaut? Nee, das eigentlich nicht. Aber er sagt dann immer, ach, sie ist ja nicht von mir und... ich habe ihm gesagt, sie wird hinterher zu dir Papa sagen, oh, das will ich nicht, sie ist ja nicht von mir. Mhm. Also pass auf, Julia, das ist, glaube ich, sehr verfahren bei euch. Und ich finde, es klingt alles schon ziemlich bedrohlich und irgendwas muss geschehen, damit es nicht eskaliert. Ja. Ich würde euch empfehlen, wenn er das mitmacht, wenn du das mitmachst, ich glaube, du bist eher bereit dazu, dass ihr mal 1-2 Mal zu einer Beratung geht, in eine Beratungsstelle. Mhm. Dass ein neutraler Mensch, so wie ich es jetzt hier in dem Fall bin, euch einfach mal zusammen zuhört und dann auch beiden in Anwesenheit von allen einen Ratschlag gibt. Ja. Vielleicht läuft es wirklich darauf hinaus, dass ihr erstmal aus der Wohnung euch trennt und dann mal schaut. Aber ihr müsst etwas unternehmen, sonst wird es wird immer schlimmer, die Aggressionen werden immer größer und wer weiß, vielleicht irgendwann eskaliert es in einer schlimmeren Form, die wir uns gar nicht ausmalen wollen. Ja, ich habe ihm auch gesagt, sobald er mich oder das Kind anpackt,
werde ich gehen. Und er sagte mal, ich würde euch nicht zunichten, dass meine Aggression nur an Gegenständen aus. Er haut auch wirklich auf Gegenstände rum, auf Schränken, alles, was er in den Finger kriegt. Aber ist das schon schlimm? So weit darf es doch schon gar nicht mehr kommen. Ja. Ich schlage vor, dass meine Psychologin dich auch nochmal kurz anruft gleich. Mhm. Kannst du mit ihr auch nochmal reden? Und ansonsten wünsche ich dir von Herzen alles Gute. Ja, ich dir auch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Jan, 20. Hallo Jan. Hallo. Na, um was geht's bei dir? Ich stehe auf Männer ab Mitte 50, sage ich mal. Aha, das ist auch eher ungewöhnlich. Ja, es kommt nicht oft vor, sage ich mal. Nee, kommt nicht oft vor. Warum? Ich weiß nicht, das war eigentlich schon früher irgendwie so, dass ich da halt so einen kleinen Faible für hatte. So. Naja, früher, so viel früher, da war es ja noch ein... Ja gut, so mit 14, sage ich mal, ne? Ja. Und jetzt so mittlerweile so... Mit 14 hast du schon auf die End-30er gestanden. Ja, schon höher. Noch höher. Ja, warum? Was haben ältere Männer, was Jungs in deinem Alter nicht haben? Also die meisten haben einen Bauch. Findest du gut? Finde ich gut. Findest du geil? Auch. Ja, okay. Also, wenn schon ein alter Typ, dann muss es einer sein mit Bauch. Ja. Okay, also so ein gut durchtrainierter Alter, das ist nicht. Nee, auch nicht. Also er muss einen Bauch haben. Was noch? Ja, ich finde es dann schon ganz süß, wenn er leicht angegraut ist. Ja? Ja, das ist halt... Findest du auch sexy? Auch, ja. Ja. Mhm, ja. Also wenn ich halt so sehe in diesen Telefonwerbungen immer so diese Spargel drin Typen, wird mir schlecht. Ja. Also grau, ein bisschen dick oder einen Bauch muss er haben. Ja. Nun sieht man ja mit 50 oder 55 oder gar 60 in der Tat nicht mehr so aus, was ja auch normal ist, wie mit 20. Die Haut ist nicht straff. Genau. Ja, man hat viele Falten. Oder viel mehr Falten. Das ist aber alles das, was du gut findest. Ich sag mal so, das hört mich nicht ab. Ich find's okay. Also, ja. Hast du denn schon mal so einen älteren Typ gehabt? Ich bin momentan zusammen, ja. Ach, wie alt ist der? 56. Das ist ja wirklich krass, ne? Das könnte ja nicht nur dein Papa sein, das könnte ja schon fast der Opa sein. Ja, könnte fast sein, ja. kommt ihr euch nicht ein bisschen seltsam vor, wenn ihr so draußen rumlauft? Naja, wir hängen uns kein Schild um, wir schreien es nicht durch die Gegend, sage ich mal. Ja. Also von daher merkt einem keiner an. Mhm. Wo hast du ihn kennengelernt? Das war so eine Anzeigenseite im Internet und er hat sich halt drauf gemeldet und wir haben uns halt dann mal getroffen und so und jetzt ist es halt. Hast du noch guten Draht zu deinen Eltern? Ich wohne noch zu Hause, ja. Was sagen denn die dazu? Die wissen es nicht. Die würden aus allen Wolken fallen. Die würden auf jeden Fall aus allen Wolken fallen. Wissen die denn, dass du schwul wirst? Auch nicht. Das weiß auch keiner. Ich habe mich vor 3 Jahren verknallt gehabt, aber richtig heftig. Ja. In meinen Chef und es ist halt nichts geworden. Ich musste nach 2 Jahren die Firma wechseln, weil sie pleite gegangen ist. Ja. Und man ist jetzt so ziemlich happy und dann fällt man halt ein tiefes Loch ein und so. Ne? Ja. Und jetzt nach einem Jahr bin ich halt wieder, sage ich mir, okay, es ist halt nichts geworden, es war sowieso realistisch. Ne? Und jetzt habe ich ihn halt kennengelernt. Und wissen auch keine engen Freunde von dir? Niemand weiß es? Keiner weiß es. Das ist der nächste Schritt, Jan. Der nächste Schritt ist outen, ne? Ja, irgendwann. Ja, natürlich. Weil auf es jeden ist, Fall. Ja, weil es sonst kein gutes Leben ist, wenn man versteckt geht. Auf jeden Fall. Aber bei dir ist es ja noch nur mal härter. Du musst dich ja nicht mehr outen, sondern du musst dich ja noch outen, dass du auf sehr viel ältere Männer stehst. Das sind 2 Schritte. Dein Freund, ist der denn solo oder ist er auch verheiratet und führt irgendwie auch ein Doppelleben? Oder? Er war früher mal. Und dann hat er sich halt geoutet und dann wohnt er jetzt, hat er halt alleine gelebt. Ja. Und also, wo die Liebe hinfällt, ne? Muss man so sagen. Jetzt ist leider die Sendung vorbei. Hätte gerne noch ein bisschen mit dir geplaudert, Jan. Mhm. Alles Gute wünsche ich dir. Und das Outen ist wirklich das nächste Ziel. Das musst du machen. Ja. Ganz schnell. Ja. Kann ich noch wen grüßen? Ja, ganz schnell. Und zwar das Nachtlagerteam. Okay. Den ganzen Chat. Okay, tschüss. Okay, danke, ciao. In der Technik, Uwe Petersen. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Tschüss.